ist wieder Minecraft Flow. Ja, und der Minecraft-Tobi ist auch wieder da und ich sag auch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft-Hardcore-Games, wollte ich sagen. Minecraft-Hardcore-Games oder so, whatever. You know what I mean, bitches. Was hat Ja. unsere Zuschauer als Bitches bezeichnet? Mann! Geht's dir nicht gut? Du kleines, dreckiges Luder, schämst du dich nicht, du Soll ich was Vollidiot? sagen? Jedes Mal, wenn ich mir ein Boot mache, um wegzufahren, fahre ich einfach straight direkt wieder gegen die Wand. Ich bin wie Ja. SpongeBob, ey. Ich fahre immer mein Boot direkt gegen die Wand. Was Schweinerei ist das? So, jetzt will ich gleich hier meinen Bus hinbauen. Ich versuche jetzt diese Folge was Produktives zu machen. Und zwar einmal in den Never zu kommen. So, jetzt ganz langsam tuckern. Ich Mann, jetzt. glaube, Das gibt's es doch wird nicht. sich Auch der die Zeit. Tinten, auch die Tintenfische machen dein Boot kaputt. Ich raste gleich aus. Ich schwör's dir. Ich schwimme jetzt an diesen scheiß Tintenfischen erstmal vorbei. Schlag sie auf den Weg kaputt. Und dann steige ich in das Boot ein und dann fahre ich einfach weiter. Mein Ferraro für 210. Schwupps, die Polizei hat mich nicht gesehen. Ich geb Gas. Ja, das ist so unnötig, ne? Weil ich höre hier Musik und du singst noch nebenbei. Ja, so muss das, Junge. King Young, Junge. Ich bin der Vogel. Der Reichsvogel. Ja, Flo, erzähl du's mit diesem Dredge. Soll ich euch mal sagen, wie es zu meiner Zeit war? Und da liefen die Menschen noch mit dem Arm oben rechts rum. Ey, mein Kanal wird gestrikt. Warum? Weiß ich nicht. Ja, okay, wenn man so eine hässliche Stimme hat, dann würde ich ihn ausstriken direkt immer. Naja, du Heslon. Habt ihr auch. Ja, wisst ihr was? Ihr seid beide hässlich. Du? Sagt der aussieht wie so ein Toiletteneingang. Ein Toiletteneingang. Ich schwör, Junge. Tobi, das seid nicht nur hier wir, sondern auch hier. Ja, echt? Da auch? Boah. Bist Das ja. tat richtig weh. Oh ne, es ist jetzt schon wieder Nacht. Ich muss schnell zu der Höhle hin. Oh ne. Wie es hier auf diesem Server einfach die ganze Zeit nur Nacht wird. Oh, ist so. Und ich weiß nicht mehr, wo Ich hab war schon das? wieder keinen Timer gestellt. Ey, ich raste aus. Doch, ich habe angestellt. Mann, Leute, wenn ihr nur redet, was ihr macht, ne? Ganz ehrlich, müsst auch mal ein Thema machen, sonst seid ihr keine Let's Player, sonst seid ihr Let's. Schauer. Sonst Let's seid ihr chillen. Let's Schauer. Let's Ey. Schauer. Let's Cool. shower. Das ist Ja. gar keine schlechte Idee, ne? Play, wir machen mal so. Ja. Strafzettel. Oh, Ja, Strafzettel. So, ja. So. ja. Ich hab Mann, natürlich. Ruhe! Mann, Ruhe jetzt mal kurz. Das ist. Ruhe. Psst. Das passt gerade übel zur Musik. Dum, dum, dum. Mann, Tobi! Sorry. Ich habe jetzt keine Musik im Hintergrund laufen, deswegen ist es jetzt bei mir viel zu leise. Deswegen rede ich jetzt auch weiter. Du kannst mir den Mund nicht verbieten. Ich glaube, er redet nicht mehr mit dir. Wieso sollte er Und auch? jetzt? Jibble hat ja auch einen Pickel am Arsch. Ja, das war's. Uah! Das sah bestimmt übelst geil aus. Das sieht übelst geil aus. Boah, einfach Lass direkt mal die. kurz alle schlafen gehen. Ich bin schon wieder unterwegs, kann ich. Oh, Tobi, Alter, du kleine Fotze, ne? Ja, ich Ey, hab gut ohne zu Witz, tun. ne? Lass einfach Tobi die ganze Zeit killen, weißt du? Ohne Damit Witz. der einfach mal aus diesem Gameplay rausfliegt, ne? Ja. Ich bin der Einzige, der nicht aufnimmt, ne? Aber pff, Wayne Train. Du bist ja mit dabei. Ja, eben. Eigentlich, wenn ich rausfliege, müsstest du auch raus sein. Das ist ja. Das Ja, wäre ja auch. warum? Ja, weil wir Weil. eigentlich ein Team sind. Eigentlich. Eigentlich. Oh, ich liebe meine Dia-Spitzhacke. Damit kann man so schön schnell abbauen. Er will uns nur neidisch machen, sag einfach nichts dazu. Er hat einfach die Fresse voll mit seinem Beefy-Würstchen. Ey, bestimmt als kleines Kind so hast, konntest du ihn damit ruhig stellen, wenn du ihm so eine Beefy in die Hand gedrückt hast. Beefy!
Ja, du warst ja zufrieden, wenn du mir den Schoko-Ei gegeben hast. Ja, so ein fettes Schokoladenei. Boah, damit war ich ruhig für den Tag. Ja, Flo hat schon ein einfaches Leben gehabt. Futtern, futtern, futtern. Und jetzt Schule und so, das ist immer total anstrengend. Das ist total überstrapazierend. Oh yeah. Aber Schule ist sowieso mal so ein Thema für sich, ne? Kennst du diese Lehrer, die dann immer nur nach Lust und Laune unterrichten? Kennst du die? Oh yeah. Mann, ey, Tobi, du gehst jetzt sofort nach Hause. Nee, kann ich nicht. Bin viel zu weit weg. Oh Junge, du bist so ein Lappen, ne? Nö. Nö, einfach nur nö. Wir sind hier in einem offenen Projekt. Da kann nicht jeder schlafen gehen, wenn es ihm da nach beliebt. Nee. Ohne Spaß. Du, ne? Ja. Bist schwul. Aber nein. So. Wir haben es 23:16 Uhr und ich bin noch am Aufnehmen. Wow. Boah, krasse Scheiße. Amana. Guck mal, andere tanzen in den Mai. Wir zocken in Mai. Ist halt wirklich so. Junge! Jim Lay wird gleich vorbeikommen. Können wir ein Bier trinken? Ein Bier. Ja, ich komme vorbei. Machst du sowieso nicht, du Muschi. Ihr sollt ja vorbeikommen? Klar. Ja. Warum nicht? Amana Sikkim, ich werde von ihm gefickt. Willst du vorbeikommen? Ja, aber na gut, ich werde von denen gefixt. Ja, ich komme da gleich, okay? Na komm. Ja, nach der Runde, okay. Ja, dann komme ich gleich so. Ja, ich schwör, Junge. Also, ihr merkt, wir haben auch ein Real Life, wir kennen uns da auch, wir sind ABFs, ne, for life. Und wie? Ja, nein, das Witzige ist ja, wir haben uns mal so zwischendurch kennengelernt. Ich habe Ghibli früher mal auf die Fresse gehauen. Ja. Wegen mir fehlt ihm ein Zahn. Ja. Sein ganzes Nein, Ghibli, den Zahn habe ich dir wirklich ausgeschlagen. sein ganzes Und. Gesicht ist entstellt, die Nase ist krumm. Er hat noch drei Zähne im Maul, aber wir sind immer noch beste Freunde. Lieb haben wir uns trotzdem. Und wie? Das nennt man Freundschaft. Kiddies. Irgendwie muss so kacken, ne, ich glaub das nicht. Boah, erstmal schön Obama rein. Wenn ich mal so überlege, wie wir ein richtiges Assi-YouTube-Team, ne? So, aber so ein richtiges. Ich bin der Rassist. Das war's schon wieder. Flo sagt, wir sind von das Assi-Team. Ich bin der Rassist. Fertig. Er ist das Ein-Mann-Team. Nein. Jim wäre so der chillige, Tobi wäre der einfach nur Scheiße labert. Ich bin der Chillige, der kacken muss, ja. Bitte Mensch, aber ich. Korruption muss er sein, Ey, ne? ab sofort nennen wir nicht mehr, wir nennen nicht mehr Ghibli, wir nennen ab sofort nur noch Flotten Otto. So. Nee, Nein. vor allen Dingen, pass mal auf. Immer wenn ich Matchmaking sogar, also Wettkampf bei CSGO, dann jedes Mal, aber auch wirklich jedes Mal muss ich kacken. Warum Also. musst du machen wie bei South Park? Mama, Schüssel! Mama, tschüss. Ey, Jibble, einer meiner Kollegen hat so ein Messer dafür 400 € dabei bei CSGO gewonnen. Ja, aber Jo. ich habe auch schon drei gewonnen. Ja, aber ist voll nice. Oh, du freust dich erstmal eine Sekunde, Alter. Aber richtig heftig. Ja. Also, wen möchte ich denn alles mal grüßen? Ich bin hier auf YouTube und ich möchte mal meine Mama grüßen. Hallo Mama. Hi. What the fuck? Dein Vater, was machst du hier? Papa, lass mich in Ruhe, ich muss masturbieren. Luke, ich bin dein Vater. Warum bist du bei YouTube? Nee, ich bin eher so Ich hab der. den Enderman angeguckt. Ja, und Ich mach jetzt? eher so rassistische Witze, ne? Ja, bist auch scheiße. Wir haben den Coolen, den Schwulen und den Flo. Den Rassisten. Nein, den Coolen, den Schwulen und den Flo. Das passt doch. Zu 100%. So. Ich bin einfach so bonzen, dass ich einfach mit der Dierspitzhacke den Kies abbaue. Boah. Hallo? Es ist so still. Englisch ist Ja, natürlich. Ja, jetzt warum wollte. lass nicht hell werden? Was ich eben noch erzählen wollte, diese Lehrer, die nach Lust und Laune unterrichten. Kennt ihr die auch? Ja, die sind schwul, ne?
Wir haben auch so eine Lehrerin. Wenn die gute Laune hat, sagt sie, ja komm, wir gehen heute mal eine Viertelstunde eher. Wenn sie schlechte Laune drauf hat, wenn sie nicht von ihrem Mann richtig durchgebürstet worden ist, dann sagt sie, oh ja, wir machen heute bis 5 nach Unterricht. 5 nach, wow, 5 Minuten länger. Nein, entweder Viertel vor oder 5 nach. Das ist ja doof. Ja, richtig. Oh, es wird immer um 13 Uhr Schluss gemacht, beziehungsweise jetzt mittlerweile 14 Uhr. Ja, aber wenn die nicht ordentlich durchgebürstet wird von ihrem Mann, dann ist sie nicht gut drauf. Das geht mir voll auf den Sack. Jubler lacht einfach so vor sich hin. Er weiß gar nicht, worum es geht, aber er lacht einfach. Da musst du sie mal durchbürsten. Hast du die mal gesehen, ey? Nicht mal mit einer... Da geht dir einer steil, du. Oh. Nicht mal mit einer Nudelzange würde ich die anpacken. Nee. Nee. Einfach nur nee. Nee, nee. Hat sie heute auch gesagt. Tanz in den Mai. Ja, immer wenn Tanz in den Mai ist, ist mein Mann nicht da. Ja, Würde ich mich mal fragen, wieso? Ja, das haben wir auch so gedacht, ne? Kannst du der Lehrer natürlich nicht in den Kopf knallen. Huh, hier ist ein Steg. Ja, es wird hell. Es wird hell. Ich sehe den Enderman von hier aus. So, Babys, ich komme nach Hause. Und ich springe. Ja! Nein. Ich habe von meiner Expeditionstour eine Menge Marihuana-Pflanzen mitgebracht. Nein, nicht du! Boah, du scheiß Motherfucker! Nein! Du verfickte scheiß kleine Hackfressen, Schlampensau, Nudelficker! Oh, Strike! Das gibt einen Strike! Wenn das kein Strike gibt, ne? Wenn da ein scheiß verfickter Creeper hinter dir steht und ein scheiß kack verdammtes Haus in die Luft sprengt. Ich frag gerade, wieso sich die Mobs schon wieder auf mein Haus setzen. Party hart, ey. So, mein Boot kann ich irgendwie abstellen. Ey, Alter, hast du dich in mein Haus versteckt? Was soll das denn? Das ist ja voll die Scheißaktion von denen, ey. Oh, ich hab vor meinem Haus Spinnen. Ich hab Angst vor Spinnen. Lass es, du kannst nicht pfeifen. Nein, du kleiner Motherfucker! Du scheiß Kackfotzen Pissau! Das gibt einen Strike. Das geht doch nicht! Sag niemals nie. Nie. Nie, Doro. Boah, das dritte Mal, dass mein Haus angefangen hat. Flo weiß nicht mal. Stell dir mal vor, Flo, du musst einfach jetzt mal so eine Scoreboard bei dir ins Haus hängen, wo dann draufsteht, wie oft du dann schon gestorben, wie oft da schon ein Creeper da ein Ding hochgegangen ist. Meine Fresse, ist das Reden jetzt später. Mal! Ich krieg echt die Rasterlocken hier! Ich gleich auf Creeperjagd! Ich töte jeden deiner Verwandten! In meinem Ernst, ich rotte deine ganze Rasse aus! Deswegen bin ich Rassist! Ein Creeper-Rassist? Ja! Das geht nicht! Ich mein, ich werde jetzt. Ja, ich hab das Haus zugemacht. Da kommt mein Creeper von hinten zu kommen, um mein Haus wieder hochzusprengen. So richtig. Das war der japanische. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? 2 Minuten ungefähr noch, so Pi mal R Quadrat, so weißt du. So. Gut. Aber ich habe diese Folge wenigstens etwas Produktives geschafft. Ich bin in die Hölle gegangen. Oh, ich habe auch schon ein bisschen was geschafft hier wieder. Ja, ich auch. Mich aufzuregen, die Sau. Wuhu! Go to the never. Go to the never. Danke. Bitches. Aber vorsichtig runterlunzen, dass hier nichts ist. Weil mein Herzkasper kriegt. Aber das ist ein epischer, schon episch jetzt hier. Wie das hier in der Hölle aussieht, ist richtig episch. Ja, ist mir scheißegal, ich bin gerade auf 180. Echt? Warum nur so wenig? Ja, das wollte ich auch gerade so sagen. Hast aber keine hohe Beschleunigung, ne? Doch, von 0 auf 180 in 2 Sekunden. Ja, ist doch ein Sportauspuff, ne?
Das hat damit nichts zu tun. Doch! Mobb mich nicht! Mobb mich. Woran merkt man, dass Tobi keine Ahnung von Autos hat? Ich höre Pigment-Zombies, aber ich weiß nicht, wo sie stehen. Die grunzen immer so wie Jibbel, wenn er eine Wurst kriegt. Immer schön ruhig bleiben hier, ne? Ja. Ja, ey. Klar, du Bärchen. Hat jemand von euch, Kohle? Cool. Ja, ja, nein, hab ich nicht mehr. Ich hab, was gibst du mir dafür? Ich will einen Diamanten dafür. Okay, zwei. Es gibt dir höchstens einen Arschtritt. Nö, den kann ich nicht gebrauchen. Daraus kann ich mir nichts craften. Und meine Kohle ist jetzt auch mal, hat den Geist aufgegeben. Es muss mal einer von euch in die Hölle kommen, hier sieht's richtig geil aus. Schön, voll nach Titten. Heiße Angelegenheit. Nee, ich muss jetzt irgendwie mal Hot Topic. Oh, oh, ja, also wir haben diese Folge ja echt richtig viel geschafft. Ich würde sagen, Dankeschön, dass ihr bis zum Ende da rangeblieben seid. Und, oh, ja, direkt wieder. Und ich bin nächstes Mal beruhigter. Und dann werde ich auf Creeper-Jagd gehen. Jeden Einzelnen. Jeder Einzelne. Keiner wird verschont. Ja. Ich würde sagen, von uns aus war es das jetzt schon wieder. Ich würde euch sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt cremig und tschö mit Öl. Ja, das war's von GibbleTV. Ich bin raus. Tschüss.